Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails, Level 15er Test des neuen Paints mit Coconut. So, ich habe jetzt die Decke ausgetauscht. Die ich jetzt hier gerade trage, sieht zwar jetzt nicht so gut aus, weil sie einfach in meinen Augen, finde ich, zu schick ist für den Rest vom Outfit, das ich trage. Aber sie hat jetzt einfach hier die Werte mit der Agilität. Ihr seht es hier, Geschwindigkeit 3 und Agilität plus 2. Und damit habe ich jetzt, ja, 25 Stärke, 22 Disziplin, 28 Geschwindigkeit und 17 Ausdauer sind gleich geblieben und 26 Agilität. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es jetzt gleich zum Vorpinter-Championat. So, in wenigen Sekunden startet das Championat und diesmal bin ich in Championatsgruppe 2. Das heißt, ich denke mal und hoffe mal, dass gerade auch ein paar mehr Leute hier vielleicht auf meinem Level sind. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich bin immer noch tief enttäuscht, dass James nach dem Rework hier nicht mehr im Wasser steht, wenn er die Kanone zündet. Das war einfach immer so ein kleines Highlight vom Vorpinter-Championat, finde ich. Und ich finde es nach wie vor mega cool, wie das Wasser mittlerweile aussieht. Klar, die Spiegelungen sind bei weitem nicht realistisch, aber hey, man muss ja auch die kleinen Verbesserungen rewarden und Star Stable schaut da schon wirklich, dass sie das Bestmögliche aus dem Spiel rausholen. So. Ja, bislang läuft es ganz gut. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Ich weiß ja, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, bei den Heuballen problemlos durchzukommen. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Offensichtlich nicht so. Jetzt wollte ich mal was ausprobieren. Hätte ich vielleicht besser nicht gemacht. Okay, ich bin trotzdem gerade noch auf Platz 1. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Gut, an der Stelle ist es schwer, finde ich, persönlich, fehlerfrei durchzukommen. Das heißt, wenn man hier failt, dann muss man nicht unbedingt was verlieren. Der Fail danach war unnötig, aber hey, ich wollte was ausprobieren. Normalerweise probiere ich nur Dinge aus, wenn ich nicht auf dem ersten Platz bin, aber ja. Das war gerade auch irgendwie ungeplant. Ich bin automatisch anders geritten als sonst. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wieso, weshalb, warum. Aber das läuft gut. Hupsala. Das läuft sehr gut. Und Coconut läuft damit zu ihrem ersten Sieg. Hurra! So, dabei gewesen sind Nieri Queenrider, Lynn Oakbird, Nina Silvercrest, Harley Puppy Lake, Kimmy Shadowbird, Leni Lakehill, Arena Opal Sky, Annie Noble Wave, Anna Stone Rock und ganz besonders herzliche Glückwünsche hier noch an Platz 3 Zoe Frogspoon und auf der 2 Nalini Westfeather. Da sind echt einige coole neue Vornamen dazu gekommen. Diesmal sind mir auch wieder zwei neue aufgefallen, Nalini unter anderem. Sehr, sehr cool. Ja, und Coconut hat sich hier den ersten Platz verdient und wird euch jetzt noch stolz die Schleife vom Vorpinter-Championat Platz 1 präsentieren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, freut mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Und übermorgen gibt es dann noch eine weitere Folge Wins and Fails Paint Horse Level 15. Bis dahin, tschüss!